Samstagmorgen zerstörte ein 35-Jähriger eine Fensterscheibe des Lehmbruck-Museums in Duisburg. Er verschaffte sich so Zutritt zu den Ausstellungsräumen und löste den Alarm aus. Die Beamten umstellten das Gebäude und nahmen den Mann bei seinem Fluchtversuch fest. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten mehrere Messer und Einbruchswerkzeug. Der Mann wurde am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Der neue Stahlchef von ThyssenKrupp Steel, Dennis Grimm, bereitet die Stahlarbeiter auf eine harte Sanierung vor und stellt jede Anlage auf den Prüfstand. In einem Interview mit der WAZ betont er die Bedeutung des Unternehmens für die Region Duisburg. Der Streit zwischen der Essener Konzernzentrale und der IG Metall um den Sanierungskurs beschäftigt das Unternehmen seit Monaten. Grimm bekennt sich zur Montanmitbestimmung und möchte die Debatte auf eine sachliche Ebene zurückbringen. Trotz der Herausforderungen sieht er Chancen, die Situation zu verbessern und ThyssenKrupp Steel in eine profitable Zukunft zu führen. Die Duisburger SPD hat Sören Link erneut als Kandidaten für die Kommunalwahl 2025 nominiert. Die Partei setzt damit auf Kontinuität und vertraut auf Links erfolgreiche Amtsführung. Unter Links Leitung hat Duisburg eine solide finanzielle Grundlage geschaffen und 1 Milliarde Euro Schulden abgebaut. Investitionen in Bildung und Infrastruktur sollen die Lebensqualität in Duisburg weiter verbessern. Sören Link betonte nach seiner Nominierung die Bedeutung von Arbeitsplätzen, Infrastruktur und sozialer Gerechtigkeit. Die Duisburger Spätschicht XXL startet am Mittwoch, den 2. Oktober, mit einem besonderen Programm. Auf der Bühne stehen The Lost Tapes, die Gewinner des Bandwettbewerbs Do on Stage. 4 Bands wurden aus über 40 Bewerbungen ausgewählt, um als Vorband bei Jatz auf dem Platz zu spielen. Die Veranstaltung bietet ein erweitertes Angebot an Speise- und Getränkeständen sowie Auftritte der Duisburg Dockers Cheerleader. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr und endet um 22 Uhr. Der MSV Duisburg eroberte am Samstagabend durch einen späten Treffer auf Schalke die Tabellenspitze der Regionalliga West. Alexander Hahn erzielte in der 68. Minute den zwischenzeitlichen 1:1 Ausgleich für Duisburg. Der MSV Duisburg nutzte die Patzer der Konkurrenz und konnte somit die Tabellenspitze zurückerobern. Die Partie verlief spannend, doch erst in der 99. Minute der Nachspielzeit erzielte Michel Brink den entscheidenden Treffer zum 2:1 Sieg. Das nächste Spiel findet Samstag zu Hause statt, diesmal gegen Rödinghausen. Der Duisburger Zoo feiert sein 90-jähriges Bestehen mit einem speziellen Thementag am 05. Oktober. Von 10 bis 16 Uhr steht das Raubtierrevier im Fokus, inklusive kommentierter Fütterungen und Tierpflegergesprächen. Historische Expeditionen und Bildausstellungen zeigen die Entwicklung der Tierpflege und Haltung im Zoo Duisburg. Die Geschichte der Fossa wird hervorgehoben, da der Zoo weltweit erfolgreich in deren Erhaltungszucht ist. Am Aktionsstand können Kinder und Erwachsene Exponate entdecken und mehr über den Schutz der Raubtiere erfahren.